Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Foris 82 mit einem kleinen Special-Video für euch. Und ich habe es ja schon etwas länger angekündigt, dass ich ja ein Video zu meiner neu gestalteten Website machen möchte. Und das ist nun das Video für euch. Ja, und wie kam es dazu? Ich habe die Webseite schon viele, viele Jahre jetzt gehabt, auch schon vor Foris 82, und habe da ja meine komplette Sammlung eigentlich vorgestellt, eben mit verschiedenen Bildern zu jeder einzelnen Edition, Steelbooks, Mediabooks und. Ja, und dann kam halt die kleine Emma dazwischen und dann der YouTube-Kanal und meine Arbeit. Und dann ist irgendwie diese Website für mich persönlich in Vergessenheit geraten. Ich hatte zu wenig Zeit, um die auch noch zu vervollständigen, da ich damals ja wirklich extrem viel gekauft habe, unendlich viel, und einfach nicht mehr hergekommen bin, das zu vervollständigen. Ist diese Website wirklich in Vergessenheit geraten? Wollte sie auch schon kündigen, aber dann wurde mir angeboten, okay, wir tun es eigentlich umgestalten, die komplette Vertrag, und ich kann jetzt eben auch weiter behalten zu einem günstigeren Preis. Dafür mit weniger Seiten, und dachte mir, okay, Mensch, coole Idee, ich mache doch daraus eine kleine Foris 82 Fan Website für euch, damit ihr auch im aktuellsten Stand seid, was man also machen kann, was für aktuelle News gibt von meinem Kanal, und denke mal, das ist, glaube ich, eine bessere Alternative als das andere, denn wie gesagt, es war eh nicht mehr aktuell, es war auch sehr unübersichtlich, es war sehr nicht einladend. Jetzt habe ich ein bisschen freundlicher gestaltet, ein bisschen heller gemacht. Und würde mal sagen, es schaut wirklich eigentlich ganz gut aus. Also finde ich jetzt persönlich, ich weiß nicht, wie es ihr findet, aber ich finde es eigentlich ganz persönlich sehr einladend und macht auch Spaß, so lange sich durchzuklicken. Es sind so nicht so viele Seiten, ganz ehrlich. Soll doch nicht mehr sein, es soll nicht mehr so extrem vollgepackt werden mit den ganzen verschiedenen Websites. Und Unterseite ist einfach viel zu viel gewesen. Und denke mal, so wie es ist, ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Würde jetzt mal sagen, ich mache mal einen kurzen Schnipper. Und bei dem Schnipper gehen wir dann auf meinen Desktop und dann schauen wir uns mal meine Website an, was ihr alles auf der Website machen könnt, was ihr alles entdecken könnt auf meiner Website. Und ja, würde ich mal sagen, viel Spaß jetzt mit diesem Video auf meinem Desktop. Und jetzt mache ich mal den Schnipper und schnipp! Ja, wir befinden uns nun auf der Startseite von Foris 82. Hier oben sind wir meine Website www.foris82.de und hier das Logo von mir und jetzt eben hier die verschiedenen Überseiten, auf was man jetzt hier drauf zugreifen kann. Auf der Startseite finden wir hier erstmal natürlich ein herzliches Willkommen bei Foris 82. Und was gibt es hier zu finden? Natürlich das hier alles. Könnt ihr hier gerne mal durchlesen. Also hier ein bisschen die Website erklärt, was es alles zu finden gibt. Und denke mal, da kommt ihr bestimmt ganz zurecht. Und für alle die, die mich noch nicht kennen sollten, gibt es hier noch auch nochmal den Kanaltrailer anzugucken, also einfach hier auch mal draufklicken. Aber nicht nur das gibt es auf der Startseite, sondern auch noch die Termine, wo ihr mich finden könnt. Darunter auch am 3.6. auf der Filmbörse in Nürnberg am Stand von HD Filmportal. Dann am 29.6. auf dem Konzert von Hollywood Vampires mit Alice Cooper im Golden Circle Stehplatz und natürlich weitere Nürnberger Filmbörse und auch dem Weekend of Hell werde ich auch wieder zugegen sein. Und so könnt ihr mich einfach dann gleich mal gucken, okay, wann ist denn der Foris 82 irgendwo anzutreffen, und wenn ihr mich seht, einfach ansprechen und mit mir ein bisschen quatschen. Wenn ihr möchtet, können wir auch ein Interview führen, bin immer für jeden Spaß dabei. Dann geht es weiter mit meiner Filmsuche. Das ist nur ein kleiner Überblick auch für mich, wenn ich zum Beispiel auf der DVD-Börse bin, dass ich gleich automatisch gucken kann, was brauche ich noch für Edition. Und so kann ich genau gucken, aha, da, das suche ich noch alles. Und ich auch für euch, falls ihr mir helfen möchtet, diese zu finden, dann schreibt mich einfach an, gebt mir den Preis durch und dann kann ich ja mit euch mal diskutieren, ob das für mich in Ordnung geht oder nicht. Das meiste sind natürlich Amorays, um halt eben einfach die Discs auszutauschen von den Steelbooks, die mir jetzt halt eben vom Ausland kommen, und von daher ist ja auch einiges geboten, wenn ihr mal was braucht und abgeben wollt, einfach mich mal anschreiben und vielleicht finden wir hier auch was. Auf der nächsten Seite gibt es noch das Gästebuch. Das Gästebuch ist natürlich auch für euch, wenn ihr nicht ein paar Grüße da lassen möchtet, könnt ihr einfach hier rein kommentieren und dann euren Namen da lassen und dann schon seid ihr auch wieder, liebe Christoph oder Ruven, hier unten direkt bei mir auf diesen Gästebucheintrag mit gelistet. Ich schalte es dann noch frei und gut ist.
Und dann gibt es auch die Partnerseiten. Die Partner sind natürlich auch sehr wichtig für mich, um halt auch die ein bisschen mit mehr in die Geltung zu bringen. Natürlich die Filmjunkies bei Facebook, natürlich auch unter www.diefilmjunkies.de. Wenn ihr hier auf die ganzen Bilder drauf drückt, kommt ihr direkt zu der ganzen verschiedenen Websites dazu. Natürlich mein Online-Shop des Vertrauens. Harte Filmportal darf ja auch natürlich nicht fehlen. Und auch mein Profi-Online-Shop, wenn es geht um Mediabooks, dann natürlich kann ich nur jedem Brett Media empfehlen. Und natürlich auch der Mediabook-Bauer und Profi-Hersteller natürlich Birnenblatt, der gute Stefan, ist auch ein guter Freund von mir geworden. Von daher muss natürlich der auch mit hier rein. Und natürlich auch ein weiterer YouTube-Kollege, der gute Zimmi, hat mich auch auf seiner Website verlinkt. Natürlich mache ich das natürlich auch für ihn auch sehr gerne. Und auch wir arbeiten natürlich auch sehr gerne zusammen. Und auch noch ein Bayreuther Vampirfilm namens Montrak. Der gute Stefan Schwenk hat es hier aus dem Boden gestampft, was ein richtig toller Film geworden ist, wie ich finde. Und auch wer das noch nicht kennt, sollte einfach mal auf diese Website mal gucken. Facebook bei Montrak. Und hier ist auch die liebe Stefan auch mal gegrüßt von mir. Und wer gute Fotos haben möchte, der soll natürlich auch zum Fotohaus Knospe gehen nach Rügen. Er hat uns unsere Hochzeitsfotos gemacht und seitdem sind wir auch recht gut befreundet miteinander. Und kann ich auch jedem nur empfehlen, wer auf Rügen ist und dort heiraten möchte, einfach da mal draufklicken. Und dann bekommt ihr richtig ganz tolle Fotos von Fotohaus Knospe. Impressum gibt es natürlich auch noch. Bisschen rechtliches muss natürlich auch immer drin stehen, ist klar. Und dann gehen wir gleich auf die nächste Seite, auch zwar auf Forhis 82 News. Das ist natürlich vor allem für die ganzen Leute interessant, die jetzt eben keine sozialen Netzwerke haben, wie Facebook, Twitter und. Hier könnt ihr einfach dann mal nachschlagen bei mir, was es Neues auf meinem Kanal gibt. Darunter natürlich auch hier natürlich neue Unboxing-Videos und ich werde es versuchen, täglich zu reinzuschreiben. Ob ich es natürlich schaffe, ist die zweite Frage, aber ich versuche es zumindest. Hier in die Veranstaltung von HD Filmportal für euch schon mal. Auch hier könnt ihr jetzt auch kommentieren, wenn ihr irgendwas haben möchtet, schreibt es mir bitte dann hier rein. Auch das ist kein Problem. Auch das wird dann auch berücksichtigt, ist kein Thema. Da ich ja auch mit HD Filmportal eng zusammenarbeite, ist es eigentlich auch kein Problem, hier das auch reinzuschreiben. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt hier vor allem ganz interessant für eben die Leute, die eben keine sozialen Netzwerke haben, aber auch für Leute, die zum Beispiel mit Deutsch nicht viel anfangen können, gibt es hier noch die Auswahl Sprache auswählen. Wenn man hier dann drauf drückt, dann kann man hier ganz verschiedene Sprachen auswählen, Persisch, Polnisch, Tschechisch und natürlich auch Englisch. Und wenn man jetzt hier drauf geht, wird dann die komplette Website auf Englisch angezeigt und das ist natürlich schon sehr cool für die Leute, die natürlich jetzt nicht so gut Deutsch können oder eben andere Leute, die auch nicht so gut Englisch können, wie ich jetzt zum Beispiel. Und wir gehen wieder zurück auf Deutsch. Also wie gesagt, auch ein ganz cooles Feature von dieser Website, wo ich hier habe, mit der kompletten Sprachumstellung. Auf der nächsten Seite gibt es Plaudern bzw. das Chatten. Direkter Draht zu Voice 80. Da muss ich darauf hinweisen, das ist noch eine Testversion. Ich weiß nicht, ob es so bleibt mit dieser Chat-Funktion, da es einfach nicht so wirklich hinhaut und ich auch nicht so oft online sein kann. Wenn ich mal online bin, natürlich schreibt mir natürlich keiner an. Aber wenn ich eben offline bin und man sollte eigentlich dann eine Nachricht demjenigen schicken können, geht es leider nicht. Wir haben schon jetzt mehrmals versucht mit meiner Frau, es klappt nicht. Da heißt es immer wieder, dass eben dann die E-Mail-Adresse eben nicht erkannt wird und eben da auch kein Aufbau von Chat möglich ist. Also wahrscheinlich wird das wieder rausfallen, aber ich werde mir noch was anderes überlegen, auch noch. Als nächstes gibt es noch hier über Forhis 82. Hier findet ihr alle Informationen über mich selbst, über meine Person, wie alt ich war, wo ich angefangen habe zu sammeln. Also hier gibt es ganz viel Text, wie ihr seht. Das meiste habe ich auch schon mal auf den Overview-Videos mal erzählt. Die Geschichte von Forhis 82, weil ich damit angefangen habe mit YouTube und so weiter und so fort. Also hier könnt ihr alles mal gerne nachlesen, um mich einfach besser kennenzulernen. Wäre natürlich sehr nett, wenn ihr es machen würdet. Und dann geht es hier oben weiter noch mit einer Multimedia-Geräte-Room-Tour. Da stelle ich euch meine ganzen Geräte vor, wo ich eben habe. Auch natürlich mit einem Video, ist zwar schon etwas älter, aber auch noch ganz aktuell. Habe jetzt noch keine weiteren Geräte mehr dazu besorgt, also von daher passt das Video auch noch.
und noch ein paar Bilder dazu. Und ja, denke mal, auch das müsste eigentlich auch ausreichen für euch, um zu wissen, was ich alles Schönes in meiner Sammlung zumindest zum Angucken benutze. Eine Sammlungszeitlinie gibt es natürlich auch noch. Und wie alles begann im Jahre 1999, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Auch hier gibt es noch alte Fotos von damals noch. Dann natürlich auch noch das alte Zimmer, wo ich umgezogen bin, in unsere allererste gemeinsame Wohnung. Das sah dann nämlich hier so aus. Und durch neues Zimmer und dann jetzt aktuell 2016 gibt es noch keine Fotos, aber ich werde jetzt eher auf 2018 gleich umschreiben, denn wie gesagt, 2016 gibt es jetzt nichts mehr Aktuelles mehr. Aber die Bilder muss ich erst noch machen und von daher dauert es noch einen kleinen Moment, bis eben die hier verfügbar sind. Und dann noch auf der nächsten Seite gibt es noch das Sammlungs-Overview. Auf dieser Seite findet ihr alle Overviews, die ich jemals auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Angefangen mit dem Jahre 2013, eine Reise in die Vergangenheit. Denn ich habe die erst vor kurzem gefunden, diese Videoaufnahmen. Da gab es noch kein Vorhies 82, da hieß es noch mycrazylimiteditions.at, ein Zungensprecher ohne Ende. Und habe es natürlich auch dann da auch so auch beim beschrieben. Wie das eher, naja, ihr könnt euch vorstellen, da war das liebe Stefan ein bisschen nervös. Und aber dann wird es immer besser. Mit dem Jahre 2015 gab es eben die erste offizielle Overview von Vorhies 82. Auch da sah es noch ein bisschen anders aus. Und ganz aktuell natürlich die Overview von 2017, auch die ist schon fast nicht mehr aktuell, aber ob ich jetzt dieses Jahr noch eine Overview schaffen werde, weiß ich leider nicht. Aber ihr könnt mit diesen Videos mal vergleichen, was alles so sich verändert hat in den letzten 5 Jahren. Die nächste große Rubrik sind hier oben die Videos. Wenn man hier drauf drückt, dann kommen wir hier zu Videos und natürlich auch Videoformate auf dieser kompletten Seite hier drüben. Auf der rechten Seite hier drüben komplett seht ihr meine kompletten Videoformate, die es auf meinem Kanal zu finden gibt. Es sind wirklich sehr, sehr viele, wie ihr seht. Es gibt sehr viele verschiedene Playlists, die ihr angucken könnt. Wenn ihr was interessiert, einfach mal das nächste Mal anklicken. Und dazu auch noch zu den einzelnen Playlists habe ich zum Beispiel bei Filmarena auch noch ein bisschen was dazu geschrieben. Immer noch einfach Informationen über das Playlist, was noch eben gesehen wird, eben hier Informationen über Filmarena, was es eben mit Filmarena auf sich hat, was es für eine Edition eben auch gibt. Also hier wird ja auch wirklich alles sehr detailgetreu reingeschrieben und natürlich auch direkt den Link zu HD Filmportal in mein Shop für die ganzen Filmarena Editionen. Natürlich auch Black Baroons, Birnenplatz, Stilarchive Collection, sind die 4 Sachen, die ich wirklich alles komplett sammle. Dann natürlich auch Collectors Editionen, darf natürlich auch nicht fehlen. Oben findet ihr das aktuellste Video dazu. Also ihr seht schon, es ist schon etwas länger her, als ich ein Video hochgeladen habe von den Collector-Editionen. Auch die werden bei mir auch etwas weniger, da es mir einfach das Geld nicht mehr wert ist, diese ganzen Sachen zu kaufen. Auch hier gibt es ein bisschen Text dazu wieder, was es alles gibt. Und wenn wir zum Beispiel hier auf diesen großen roten Schriftzug Collectors-Edition draufdrücken würde und im neuen Tab öffnen drückt, dann kommt ihr direkt auf die Playlist auf meinem YouTube-Kanal, also alles perfekt miteinander verbunden und so könnt ihr euch auch die komplette Playlist von Anfang bis Ende angucken. Manche sind etwas länger, manche sind etwas kürzer, aber ich denke mal, auch da wird es einiges geben. Natürlich auch für euch, die jetzt zum Beispiel Mystery-Pakete mir zuschicken, auch haben auch eine extra Rubrik von mir jetzt bekommen, wo ihr alles komplett zu finden habt. Hier auch hier einfach mal hier drauf drücken und dann kommt ihr auch dann direkt dorthin. Ein kleines weiteres Special für euch ist noch, und zwar, wenn man jetzt hier auf Vorhies Herberge geht zum Beispiel, habe ich hier noch einen Antrag gestellt, also einen Antrag, Anfrage hinzugefügt, wer eben jetzt gerne mal bei mir vorbeikommen könnte und der eben auch kein Facebook hat, kann mich jetzt einfach hier drüber anschreiben, will eine Nachricht hinzufügen, natürlich auch ganz wichtig, ihr müsst auch hier auf jeden Fall auch das mit alles eben ausfüllen, was eben wichtig ist. Vor allem, ich möchte eben auch gern, wenn ihr vorbeikommt, auf jeden Fall mit euch mal telefonieren. Aber auch hier ist alles genau drin, was man alles dazu machen muss. Und denke mal, auch das ist eigentlich ganz cool, wenn jemand mich mal anschreiben möchte, einfach hier drüber das auch dann zu machen. Als nächstes gibt es auch noch die Overviews von anderen Sammlern. Auch da gibt es eine Anfragenformular für euch.
Das Ganze schaut ja immer so aus mit Bundesland, Wohnort, E-Mail-Adresse und natürlich Telefonnummer. Auch da wird alles hier oben genau beschrieben, was das damit auf sich hat, warum ich das auch so viel wissen will. Wie gesagt, diese Daten bleiben auch nur für mich im Geheimen, also es kommt nicht an die Öffentlichkeit, keine Sorge. Und ich auch hier über die ganzen Häkchen reinmache und schon können wir auch dann da mal rüber mal diskutieren, ob es klappt, ob ich zu euch vorbeikommen kann oder nicht. Ein anderes noch ist ja noch ForeSale, was auch ganz interessant für euch ist. Wer natürlich jetzt nicht immer auf das nächste Video warten möchte von dem Verkaufsvideo von mir, habe ich hier auch noch eine Download-Möglichkeit angeboten. Hier eben Verkaufsliste ist immer die aktuellste Liste, die ich eben gerade aktuell noch habe. Ihr könnt es euch runterladen, angucken und mir dann schreiben per Facebook oder eben natürlich auch hier, könnt ihr mir auch hier anschreiben, was ihr haben möchtet. Also auch da kein Problem. Und so könnt ihr natürlich auch jederzeit gucken, was aktuell bei mir zum Verkauf steht. Es gibt natürlich auch weitere For-Sales-Videos, aber zurzeit ist eher ruhig bei mir, weil ich eben fast nichts verkaufe. Natürlich gibt es noch ganz viele weitere Playlists, das seht ihr hier auch, also wirklich ganz viele, ihr könnt alles mal ganz durchgucken. Ganz natürlich die aktuellsten sind nämlich ganz oben, was ich natürlich am meisten jetzt zurzeit mache, aber auch auf weitere Playlists einfach mal draufklicken, dann seht ihr auch so die Playlists, die wo wirklich jetzt nicht so gut gegangen sind, sondern eben die eher in der Vergesser geraten sind, zum Beispiel jetzt eben hier Steelbook Update, Mediabook Updates, Unbookings gibt es auch nicht mehr so selten, Englisch Unboxings sind eigentlich komplett eingestellt worden, genauso wie die Unboxing mit Jan und natürlich die Uncaddings sind abgeschlossen, Trailer Reaction mache ich auch nicht so viel, meine Ausflugtipps könnt ihr auch hier überall, wenn ihr das dazu hindurchlesen, warum ich damit aufgehört habe, Bau den Millennium Falcon zum Beispiel und natürlich auch hier Sammelbestellung von Filmarena, genauso wie die Movie News, also wie gesagt, ihr könnt hier alles sehen, was es auf meinem Kanal gibt. Einfach mal hier querbeet durchgucken. Es ist wirklich ganz viel Zeug zum Anschauen. Und ja, das letzte große Kapitel noch auf meiner Website ist noch HD Filmportal. Ich bin bei ihm jetzt mit Partner, beziehungsweise ich helfe ihm ein bisschen mit während dem ganzen Shop-System und alles drum und dran. Und hier findet ihr wirklich alles, was mit HD Filmportal zu tun hat. Ich zeige euch hier die Schutzhüllen von HD Filmportal. Einfach hier eine Nummer draufdrücken, machen wir auch gleich. Aber hier erstmal eine grobe Übersicht, was HD Filmportal über ist, wer der Besitzer ist, was es alles angeboten wird hier. Also hier gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, da sich zu informieren über HD Filmportal. Und natürlich auch gibt es jetzt hier ganz aktuell und auch nur hier bei mir Informationen über Filmarena komplett. Auch Filmarena hat es auch von mir abgesegnet mit dieser Filmarena Collection Archiv. Dieses Archiv gibt es auch wirklich nur auf dieser Website. Hier wird jede Edition genau beschrieben von Filmarena, wie hoch die Limitierung ist, der Erscheinungstag, wann es erschienen ist, ob ein deutscher Tonband dabei ist, ein exklusives D-Book, der Inhalt von der Edition und natürlich die Besonderheit, zum Beispiel hier bei As Above, So Below, eben Katakomben ist halt eben ein wirklicher heiliger Gral von Filmarena und dazu für eben einmal das dazugehörige Unboxing-Video von meinem Kanal natürlich, ist klar. Und das geht jetzt bis zu 102, das ist immer auf 20 Editionen hier hinzugefügt, also ihr könnt hier wirklich weiter gucken, natürlich wird es auch weitergeführt und natürlich auf den letzten, also natürlich ist hier auch schon Blade Runner mit dabei, was es verschiedene Editionen gibt. Hier muss man noch irgendwas umändern, eben weil die 3D-Version eben deutschen Ton mit dabei hat, also das ist hier noch nicht umgeändert worden. Hier dann die Maniac Box und hier könnt ihr auch nochmal alles hier sehen, was es alles für verschiedene Versionen gibt. Und natürlich auch die 102 ist ebenfalls eben The Shape of Water und im Video demnächst, wenn ich sobald diese habe, kommt hier auch das Video auch direkt online. Ich habe auch schon mal vorab gearbeitet bis zu Fuck 110 und dann natürlich geht auch natürlich auch noch weiter bis 140. Man kann natürlich auch wenn man jetzt zum Beispiel jetzt hier unten drin ist, bei Nummer 2 zum Beispiel, jetzt von Ausgabe 21 bis Ausgabe 40 und man hat jetzt ja keine Lust jetzt mehr wieder nach oben zu gehen, kann man direkt draufklicken auf Fuck 41 bis 60 und man kommt dann direkt auf die nächste Seite und kann sich alles komplett weiter angucken. Des Weiteren gibt es auch noch hier unter HD Filmportal noch eine Black Barons Archiv. Auch das ist natürlich zu sehen, mit den ganzen Black Baroons, die jetzt eben rausgekommen sind, von Nummer 1 bis zu Nummer 11, bis jetzt zu Nummer 12, bis jetzt aktuell. Auch hier werden die Videos immer hinzugefügt, sobald sie eben da sind. Also hier zum Beispiel Vertigo gibt es noch nicht, aber wird es auch
demnächst geben, sobald halt eben das Video veröffentlicht ist. Und dann natürlich auch noch, dann habe ich auch noch das Stil-Archiv, denn diese drei Editionen bietet auf jeden Fall HD Filmportal auf jeden Fall direkt an. Und auch hier auch nochmal eine kleine Übersicht, was eben alles rausgekommen ist von Stil-Archiv. Ob es jetzt weitergeht, ist jetzt noch ein bisschen fraglich. Habe schon lange nichts mehr gehört von Stil-Archiv. Sehr, sehr schade, denn auch er hat auch wirklich richtig tolle Editionen rausgebracht. Aber wir müssen erstmal abwarten, was die Zukunft eben hier noch bringen wird. Ja, wir gehen nochmal nach oben und dann eben zum großen Abschluss haben wir hier noch dann die Schutzhüllen von HD Filmportal. Habe ich auch alle einzeln aufgeschrieben oder alle nochmal organisiert hingeschrieben. Auch hier sehen wir nochmal komplett, was es für Schutzhüllen gibt, was es wo es geeignet dafür ist und was es für Material ist. Auch hier ein Video dazu, ein Vorstellungsvideo dazu mit einem Zusammenbau, wie die zusammengebaut. Und natürlich kann man es auch direkt hier bei HD Film kaufen. Einfach mal hier auf den Link klicken und ihr kommt dann direkt dahin, wo ihr eigentlich hin müsst, also direkt zu der Schutzhülle, wo ihr gerne das einkaufen möchtet. Auch hier eben, wie gesagt, wurden alle beschrieben. Für mich natürlich, oder für euch natürlich auch ganz wichtig, hier zum Beispiel die Filmrinne SCF2 Größe für Schutzhüllen, eben für Filmrinne Collections. Die passen da perfekt rein. Auch Black Baroons passen da rein. Also hier habt ihr auch wirklich viel Möglichkeit, das alles anzugucken und es auch zu beschauen, was es alles Schönes hiervon gibt. Natürlich wird es noch einiges weitere Sachen geben auf meiner Website. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten alles organisieren möchte. Eigentlich möchte ich auch gerne noch einen Online-Shop mit reinbauen, mit Fanartikeln von mir. Wie das funktioniert, weiß ich nicht genau. Ob das hinhaut, bin ich mir nicht so ganz sicher. Auch wird es eventuell auch wieder eine Übersicht von meiner kompletten Sammlung geben, wie auch es schon damals gab. Aber da bin ich auch noch lange überlegen, wie es am besten umgestalten soll, damit es nicht so extrem vollgepackt ist, damit ich nicht so viele Seiten verbrauchen muss, denn umso mehr Seiten die Website hat, umso langsamer wird auch die aufgebaut, die komplette Website, natürlich ist auch nerviger für euch. Und so wie es erstmal bis jetzt ist, finde ich es jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne ein paar Kritikpunkte noch nennen, was man alles ändern könnte und würde mich auf jeden Fall auch freuen von diesem Input für euch. Ja, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit der Vorstellung von meiner Website. Und wir sehen uns gleich nochmal auf dem Hauptschirm und Bubi! Ja, schnipp zurück und da bin ich wieder mal wieder kurz. Nochmal ein kurzes letztes Statement von mir und ich hoffe, euch hat die Website gefallen, wie ich es jetzt umgestellt habe. Wie gesagt, es ist noch im Aufbau, sie ist noch nicht komplett fertig. Es werden noch weitere Funktionen hinzugefügt. Wie gesagt, Chatfunktion, ob die bleibt, ist die zweite Frage. Aber ansonsten, die Vorhers-News sind eigentlich ganz interessant für euch, für alle die, die eben keine sozialen Netzwerke nutzen. Seid ihr trotzdem auf den aktuellsten Stand von mir, auch von meinem YouTube-Kanal, was als nächstes rauskommt. Und denke mal, das ist auch eine ganz coole Sache für euch alle. Wie gesagt, schreibt mir auch persönlich an, ist kein Problem. Auch HD Filmportal ist hier eben mit integriert worden. Auch hier eben die komplette Filmarena-Collection könnt ihr euch angucken. Das komplette Archiv. Denke mal, auch das ist bestimmt auch für manche ganz interessant. Und vor allem, ihr könnt auch eben durch die Sprache eben wechseln, Englisch, Italienisch, auf alles könnt ihr auch zugreifen. Und denke mal, für auch die eben, die jetzt eben kein richtig gutes Deutsch können oder kein gut Englisch können, wie ich jetzt zum Beispiel, ist es auch gar nicht mal so schlecht, das umzuändern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit meiner Vorstellung von meiner Website. Lasst mir Kommentare da, wie ihr das findet. Gibt es ein paar Kritikpunkte, die ihr gerne geändert haben möchtet. Schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Und bis demnächst, euer Forrest80, Jimmy Ö und Beep.